Also mit diesem Blending Tape ist ja eigentlich eine super Kante geworden, die man kaum polieren muss. Aber ich hatte ja das Problem, dass die Sprühdose zu kalt war und ich musste ein bisschen viel Klarlack auftragen, damit hier Glanz entsteht. Dann habe ich hier ein paar Läufer und hier vorne ist auch ein Läufer. Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollen wir mal die Läufer von der letzten Smart Repair schleifen und polieren. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ja, und dazu habe ich mir hier diesen Schleifklotz bestellt, inklusive von Schleifblüten mit 2500er Körnung. So, auf der einen Seite haben wir hier eine Fläche, wo wir Klebeblüten drauf machen können. Auf der anderen Seite haben wir Klett und die Schleifblüte hat Klett. Wird hier drauf geklebt und dann kann man den Läufer damit bearbeiten. Ja, und beim Schleifen sollte man den Klotz so halten, möglichst gerade, dass er nur Material vom Läufer abträgt. Das Ganze schleife ich hier nass, also ich feuchte es immer mit Wasser an. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel. So Edelstahlmetallplättchen, wo man nur den Läufer durchgucken lässt, so dass man mit dem Schleifblatt nicht auf den anderen Lack kommt. Aber dazu brauche ich das zu wenig, also mache ich das hier so. Ja, wenn das dann genug geschliffen ist. Ja, da hat man dann so eine matte Stelle, die sollte dann möglicherweise keine Erhebungen mehr haben. Dann gehe ich nochmal mit Körnung P3000 drüber. Auch nur eben örtlich auf dieser Stelle. Und dann wird im Anschluss poliert. Und wenn man dann poliert hat, sieht man dann, ob da irgendwo noch eine Stelle ist, wo man nochmal nachschleifen muss. Also alles in allem kein großes Ding, solange man nicht den Klarlack durchschleift. Ja, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Vielleicht gebt ihr mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Mal.